Hallo, ich habe mich jetzt endlich mal fertig gemacht. Heute ist Sonntag. Ich starte hier mit dem Vlog. Ich habe heute schon was für euch gefilmt. Die zwei. So, ich bin jetzt angekommen. Es hat zu regnen aufgehört. Ich möchte pflücken, deswegen ist das ganz gut. Mal schauen, was ich noch finde. Ich habe gerade Haselnussblätter gepflückt und als ich die so in der Hand hatte, hat mich das daran erinnert, dass wir als Kind immer Würstelbude gespielt haben und da hatten wir auch Haselnussblätter und die Haselnussblätter waren die Semmeln. Und dann haben wir so rote Beeren, ich glaube Vogelbeeren, reingelegt. Das war Ketchup. Dann haben wir Gänseblümchen gepflückt. Das war dann der Senf, das gelbe Innern. Und die Würstchen, da war so ein Baum, der hatte tatsächlich auch so Würstchen. Ich weiß nicht, sind das Pappeln oder Eschen. Und ja, das hatten wir, da war so ein großer Stein mit so einer flachen Oberfläche. Da sind wir dann raufgekrabbelt und haben das da alles so ausgebreitet. Also unsere Semmeln und unseren Senf und unser Ketchup. Und ich weiß gar nicht, ob wir auch Mayonnaise hatten. Auf jeden Fall und halt unsere Würstchen. Und dann war immer einer der Verkäufer und der andere war derjenige, der eben ein Würstchen wollte mit Semmel und so. Und dann hat der bestellt und wir haben das dann so zurecht gemacht. Schöner Himmel. Und da oben bei diesem, jetzt muss ich selber mal schauen, ah, hier bei diesem Hochsitz, da habe ich das letzte Fragen und Antworten Video gedreht und habe euch auf eine von den Sprossen gestellt. Jetzt kommt hier sogar richtig die Sonne raus. Ich bin ganz geblendet. Also direkt in der Sonne ist es immer noch relativ warm. Also man merkt, was sie für eine Kraft hat. Ich bin gut dabei mit Pflücken. Und ja, es ist jetzt tatsächlich wärmer geworden. So, einmal gegen die Sonne. Ich habe gestern mit Emily in Paris angefangen und finde es ganz nett zum Schauen. Ich habe mir aber auch wieder mehr davon erhofft und habe es mir besser vorgestellt. Also Emily aus, ich glaube, Washington, also irgendwo aus Amerika, kommt nach Paris als Vertreterin für ihre schwangere Chefin, die eigentlich in werbetechnischen Dingen dieser Pariser Firma zur Seite stehen sollte und sie kann halt kein Wort Französisch und stößt auch auf ziemlich viel Ablehnung in ihrer neuen Arbeit und lässt sich davon aber auch nicht unterkriegen und schlägt sich ganz wacker. Ihr Freund ist in Washington oder wo auch immer geblieben und sie hat erstmal eine Fernbeziehung, aber ja. Also das ist so ungefähr, worum es geht. Ich glaube, sie ist so, keine Ahnung, Anfang 20. Sieht auf jeden Fall noch total jung aus. Und sie hat einen Instagram-Account oder irgendeinen Social-Media-Dingens. Und am Anfang ganz wenige Follower. Und sie postet halt dann immer von Paris ein Bild mit irgendeinem Hashtag. Und bekommt dann immer mehr Follower. Und merkt es erst gar nicht. Und irgendwann merkt sie das dann. Ja, also ich habe ein paar Folgen schon geschaut, die sind auch relativ kurz, also die gehen keine Stunde, ich glaube nicht mal eine Dreiviertelstunde, ich glaube nur eine halbe Stunde. Auf jeden Fall sind es kurze Folgen, deswegen kann man es ganz gut durchschauen. Ach und, was ich gestern noch geschaut habe,
eine amerikanische Bilderbuchfamilie. Ich dachte ja eigentlich, das wäre mit Untertiteln und wollte das deshalb eigentlich gar nicht schauen. Dann war ich aber doch so neugierig und habe während des Essens angefangen, weil ich dachte, da schaue ich eh nur geradeaus und komme nicht in Versuchung, irgendwo anders hinzuschauen und irgendwas anderes zu machen. Und es ist tatsächlich mit deutscher Übersetzung. Das Einzige, was man lesen muss, ist der Chatverlauf. Ansonsten ist es tatsächlich mit deutscher Übersetzung. Ganz hinten sitzt die Holly. Jetzt gehen wir aber wieder rein, es wird nämlich frisch, okay? Holly möchte nicht. Na komm. Hopp, hopp. Die Babys bekommen heute etwas Neues, und zwar so einen Weidenball. Den packe ich ihnen jetzt mal aus und dann mal schauen, ob jemand kommt. So. Schauen wir mal. Lotte, du brummst schon wieder wie eine Batterie. Hört das jemand von euch? Wahrscheinlich ist es zu leise. Das ist jetzt schon Lottes Ball, sie hat ihn markiert. Bruno und Holly interessieren sich nicht dafür. Ihr seid Banausen. Im Hintergrund kocht mein Abendessen im Backofen. Ihr seht es dann am Mittwoch im Food Diary.
Das war's für dieses Video. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt mir die Lieblingsstelle vom Video gerne in einen Kommentar. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.